Am 3. Februar 2014 startet mit der ersten Schaufel Erde, die gestochen wird, eine neue Ära für die Stiftung Steinig. Wir haben wahnsinnig Freude, dass jetzt die Realität heute auch sichtbar wird mit dem Spatenstich. Ein grosser Tag für die Verantwortlichen, für die Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Architekten, aber auch Nachbarn und Gönner. Ich danke allen Spender und Sponsoren für die bisher grosszügige finanzielle Unterstützung. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben selber dürfen die ersten Backeraushübe für ihr neues Zuhause durchführen. Und bei heissem Punsch und Maroni hat man gemeinsam den Startschuss des lang ersehnten Bauprojekts gefeiert. Für insgesamt 22 Millionen Franken werden 24 moderne Wohn- und 42 Tagesplätze für Menschen mit Behinderung gebaut, die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Betreuung, mehr Raum zum Leben, Rückzugsmöglichkeiten und Intimsphäre schaffen. Das Projekt, das eine Bauzeit von 1,5 Jahren mit sich trägt, stößt auf grosses Interesse in der Bevölkerung. Im August 2015 soll der Neubau, der vom Architekturbüro Stutzbold und Partner geplant worden ist, bezugsbereit sein. Der Plan der Bauarbeiten ist eng und die Begebenheiten nicht ganz einfach, denn auf dem Areal des Langfuri hat es Grundwasser. Dagegen hat man ein spezielles Wohnsystem einplanen, das die Dichtigkeit des Gebäudes gewährleistet. Wir stehen hier am Rand des Auswärtsteils Haupthaus. Und in dem Haupthaus sieht man verschiedene Vertiefungen. Die grösste das ist das Schwimmbad, wo es Therapiebad gibt. Das ist jetzt gefüllt mit Wasser. Das ist nicht, weil es uns reingeregnet hat, also auch, aber das Kleinste. Das haben wir gefüllt, bewusst, wie die anderen Vertiefungen, auch vom Lift oder vom Pumpenschacht, damit wir keine Probleme bekommen, wenn das Grundwasser steigen würde, damit es uns die ganze Geschichte nicht lupft. 7 Monate später sind die Baumeisterarbeiten weitgehend abgeschlossen und die Gebäude haben ihre endgültige Form erreicht. Erneut wird die Bevölkerung eingeladen, um beim Langfurifest die Entwicklungen des Bauprojekts zu begutachten. Die Vorträge und die Führungen rund um die Baustelle werden begleitet von einem schönen Grillfest mit kulinarischen Leckerbissen, aber auch einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Für volle Zuschauerplätze hat vor allem auch der Auftritt der hausinternen Dramatheatergruppe Steinig gesorgt. Von den 22 Millionen Franken, die das Bauprojekt kostet, hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, 3 Millionen Franken durch Spenden zu finanzieren. Das Langfurifest soll helfen, dem angestrebten Ziel einen Schritt näher zu kommen. Darum konnte man sich nicht nur mit Informationen eindecken, sondern man konnte auch die Arbeit der Stiftung näher kennenlernen. Da merke ich, wir werden getragen von diesen Leuten. Und das bedeutet mir sehr viel. Und ich kann sagen, das motiviert mich auch, hier zu bleiben und für Menschen mit Behinderungen, die neue Lebensräume, die neue Arbeitsräume dürfen schaffen. Die Arbeiten gehen weiter. Mit dem Bau liegt man gut im Zeitplan. Und dank der rundum dichten Gebäudehülle kann auch in der kommenden kalten Jahreszeit mit Hochdruck weitergeschafft werden. Am 9. Mai 2015 findet ein weiterer Meilenstein statt. Zu 90% sind die Bauarbeiten abgeschlossen und jetzt kann der Neubau von Angehörigen, Bewohnern und Mitarbeitenden auch von innen besichtigt werden. Nachdem er mit feinem Grillgut verwöhnt worden ist, haben die Führungen durch die gesamten Räumlichkeiten stattgefunden. Voller Vorfreude sind die Zimmer besichtigt worden, die neue Küche, die Aufenthalts- und Therapieräume und das Therapiebad, das für beeinträchtigte Menschen von zentraler Bedeutung ist und wichtige Behandlungsformen zulässt. Die Freude und die Begeisterung der neuen, modernen Räumlichkeiten ist gross. Die Räume sind natürlich viel heller und es ist alles natürlich eben sehr gut rausschulgängig, was im Steinig oben nicht war.
Ja, ich denke, es wird wunderschön. Auch die Küche habe ich jetzt gesehen, Beschäftigungen, die eingerichtet werden. Also ich bin wirklich begeistert. In so einem Haus wie es jetzt ist, da kann man sich einfach viel besser bewegen und man fühlt sich wahrscheinlich auch weniger eingegangen und halt freier irgendwie. Also ich finde es sehr schön und sehr wichtig. Der Umzug in eine komplett neue Umgebung ist aber auch mit dem nötigen Respekt begleitet. Denn so ein Umzug bedeutet gerade für Menschen mit Behinderung eine grosse Umstellung. Das Vertraute lässt man hinter sich. Neues und Ungewohntes kommt auf einem zu. Neues, das aber ganz viele Vorteile mit sich bringt und dringend notwendig ist. Da freuen wir uns glaub, schon darauf, dass man etwas mehr Luft hat, etwas mehr Raum. Einerseits so rein baulich, räumlich, aber auch gedanklich wieder für neue Sachen, neue Ideen. Wir haben zum Teil ein neues Leitungsteam, wir haben neue Teams, neue Gruppen. Einfach, glaub, da ganz viele Chancen. Ich habe sehr Freude an meinen ersten Schritt, den ich mache. Mit langer Fuhre. Wir sind jetzt auf der Zielgerade. Es sind keine 100 Tage mehr und wir wohnen hier unten. Es ist lässig. Wir freuen uns, aber wir haben nicht mehr viel Luft im Bauplan. Es muss alles gut laufen. Ich bin sicher, am 6. August zügeln wir. Der Umzug ist zum Greifen nöch. Schon gleich kehrt im Neubau Langfuhre Leben ein. Und ein neues Zuhause mit mehr Perspektiven wird nach langer Zeit endlich Wirklichkeit.